Es ist Donnerstag, der 6. Dezember 2012. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Es gibt inzwischen wegen der humanitären Katastrophe im griechischen Gesundheitswesen mehrere griechische Strafanzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Eine davon sind wir aufmerksam geworden über den griechischen Blog Hellas Frappi. Dort war ein Bericht über diese griechische Anzeige. Die griechische Anzeige habe ich dann übersetzt ins Deutsche. Es waren 11 Seiten. Georgios Tsangras, der Herausgeber des griechischen Magazins Crash, und dann mit zwei weiteren Journalistenkollegen und einem Politiker von Nea Demokratica hatten diese Anzeige dort beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht. Sie werfen dort vor, dass in Griechenland Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegt. Sie haben dort 5 konkrete Personen benannt, und zwar Christine Lagarde als geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Herman van Rompuy als den Präsidenten des Europäischen Rats, des Gremiums der Regierungschefs in der Europäischen Union, José Manuel Barroso, den Präsidenten der EU-Kommission, die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und den deutschen Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. Wir haben erst einmal den Text ins Deutsche übersetzt, damit es auch im deutschen Sprachraum diskutiert werden kann. Dann haben wir gesehen, dort wird sehr gut dargestellt, die Schäden im griechischen Gesundheitswesen und auch die Auslegung von Artikel 7 Römische Statut Verbrechen gegen die Menschlichkeit erläutert. Und das hat uns dazu bewegt, dass wir selber auch eine Anzeige eingereicht haben, beziehungsweise meine Frau hat sie eingereicht, Sarah Lucia Hasselreusing, die Sie ja vielleicht auch kennen von ihren 8 Verfassungsbeschwerden. Und um die angebliche Euro-Rettung ist auch verlinkt in der Seitenleiste von unserem Politikblog und auch unter Menüpunkt ESM-Tage auf Netzwerk Volksentscheid zu finden, die Verfassungsbeschwerden, am 21.11. Aber eine Anzeige gegen Unbekannt. Denn wir sind der Auffassung, dass da so viele Menschen involviert sind in das, was eine humanitäre Katastrophe in Griechenland gerufen hat, dass man noch nicht sagen kann, wer sind die Schuldigen. Wir sind einen anderen Weg gegangen, und von dem, was Herr Tsangas geltend macht, sehen wir einen Buchstaben objektiv, ohne zu sagen, wer die Schuldigen sind, mutmaßlich, erfüllt, nämlich den Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K. Alle Formen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben gemeinsam, dass es ein Angriff gegen eine Zivilbevölkerung ist, haben gemeinsam, dass der, der diesen Angriff begeht, in Kenntnis dieses Angriffs ist und dass so ein Angriff entweder groß angelegt sein muss oder systematisch. Es reicht eins von beiden, groß angelegt oder systematisch. Und der Buchstabe K in dem Artikel 7 Absatz 1, der bezieht sich auf Angriffe, wo Schäden an der Gesundheit verursacht werden. Und wir haben in der Anzeige von Herrn Tsangras gelesen, dass griechische Krebspatienten ohne medikamentöse Versorgung sind, weil sie Medikamente nicht bezahlen können. Wir haben gelesen, dass die Selbstmordrate durch die Arbeitslosigkeit und Angst vor sozialen Abstieg um 45% gestiegen ist. Wir haben gelesen, dass der Hunger gestiegen ist. Und wir haben daraufhin Kontakt aufgenommen mit Frau Spanos vom Blog Hellas Frappé, und sie hat uns mit weiteren Informationen versorgt, Studien, Presseartikel. Und bei unserer Anzeige gegen Unbekannt haben wir diese Schäden im griechischen Gesundheitswesen in Verbindung gesetzt mit Dingen, die wir schon für unsere Verfassungsklagen aus öffentlich zugänglichen Presseartikeln, aber auch vor allem aus dem Memorandum of Understanding, aus den Kreditauflagen gegenüber Griechenland recherchiert hatten. Da gibt es
einmal eine Drucksache, auch ins Deutsche übersetzt, für den Bundestag, 17.8731. 17-8731, das waren die Auflagen, die sind dort zu finden unter der Überschrift Memorandum of Understanding in deutscher und englischer Sprache, die die Griechen im Rahmen ihrer Umschuldung bekommen haben im Februar. Und die haben es vor allem gegen das Gesundheitswesen in sich, nämlich diese Auflagen verlangen, dass die Arbeitgeberbeiträge zur griechischen Sozialversicherung um 5% gesenkt werden. Und das in einer Rezession, wo sowieso schon mehr Arbeitslosigkeit herrscht, wo sowieso schon die Beitragseinnahmen niedriger sind. Dann wurde verlangt, dass die Sparmaßnahmen vor allem im sozialen Bereich sind. Erst danach bei Behörden und danach erst beim völlig überdimensionierten Rüstungssektor. Und beim sozialen Bereich will man die kleinen Renten schonen und Kernbestandteile der Sozialversicherung. Man sagt aber nicht, welche. Das heißt, es ist nichts Konkretes benannt, was man im Gesundheitswesen schonen will. Und was im Gesundheitswesen dann nicht mehr bezahlt werden kann, soll zum Teil durch Bettenabbau in Krankenhäusern dann eingespart werden, aber vor allem durch Zuzahlung der Patienten. Und es soll dann im nächsten Jahr 2013 sogar ein Haushaltsüberschuss in Griechenland erwirtschaftet werden. Und von 4,5% im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, zum Bruttoinlandsprodukt. Dazu kommt ja noch, in 2010 wurde ja schon eine Lockerung des Kündigungsschutzes durchgesetzt von der Troika. Das heißt, weniger Arbeitnehmer, weniger Leute, die einzahlen wiederum. Jetzt haben diese Dinge Folgen, also Rezession plus Lockerung, Kündigungsschutz, Arbeitslosigkeit und eben diese Einsparung, vor allem Schwerpunkt Gesundheit, dass die gesetzlichen Krankenkassen so knapp per Kasse sind, dass selbst das, was die Patienten eigentlich nicht selber zahlen müssen, dass sie das Geld dafür vorstrecken müssen. Und zwar vor allem bei Medikamenten, sowohl bei ambulanter medikamentöser Versorgung als auch im Krankenhaus. Und zum Teil müssen die Patienten auch medizinisches Material vorstrecken, die Kosten. Das betrifft Krebspatienten, das betrifft Patienten mit multipler Sklerose. Es sind viele Patientengruppen betroffen. Es betrifft Dialysepatienten, wo Dialysetermine nicht wahrgenommen werden können, weil Dialysefilter fehlen. Und ein Dialysepatient kann nicht allzu lange mit Nierenversagen leben, wenn er allzu lange die Dialyse vorenthalten wird. Da sterben Menschen in Griechenland. Und ja, diese Auflagen, wenn man schwerpunktmäßig im Gesundheitswesen spart und in solchem Ausmaß, das war unseres Erachtens absehbar. Es muss absehbar gewesen sein, dass da Menschen irreparablen gesundheitlichen Schaden nehmen, dass auch Menschen zu sterben drohen. Und deswegen, darin sehen wir eine Systematik. Die weitere Systematik sehen wir darin, man will solch eine Strenge über die kleine Vertragsänderung, Artikel 136 Absatz 3 Satz 2 AEU-Vertrag, nicht nur für diesen Mechanismus EFSF, wo die Griechen ihr Geld herbekommen, Notfallskredite bekommen haben, sondern auch diese Griechenlandhilfe, EFSM, ESM, aber auch für das für die Wirtschaftsregierung, wie Ungleichgewichtsverfahren, Stabilitäts- und Wachstumspakt, haushaltsmäßige Überwachung. Bei all diesen Dingen geht es darum, angeblich will man die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes sichern, aber in Wirklichkeit geht es, wie wir sowohl in unseren Verfassungsklagen als auch in dieser Anzeige nachgewiesen haben, um die Finanzstabilität des Finanzsektors. In Wirklichkeit will man den Finanzsektor absichern, in dessen Eigenschaft als Gläubiger der Staaten. Die Auflagen will man streng machen, damit man eben genug Geld aus den Staaten rausholt. Und die Strenge, die da gemeint ist, die wiederum ist das einzige Dokument, wo klar mal gesagt worden ist, wie streng es sein soll, ist ein Dokument vom ECOFIN-Rat, das sind die Wirtschafts- und Finanzminister im EU-Ministerrat, 10.05.2010. Dort ist gesagt, dass es streng sein soll, wie in der Praxis des Internationalen Währungsfonds. Und wir sagen jetzt, um herauszufinden, wer ist verantwortlich für die humanitäre Katastrophe, die wir in Griechenland haben, vor allem im Gesundheitswesen, aber wer ist auch verantwortlich für das, was hier droht, für alle Staaten der Eurozone? Denn die Griechen sind ja nicht das einzige Land, was hoch verschuldet ist oder ein hohes Defizit hat oder hohen Gesamtschuldenstand. Einmal muss man schauen, wer hat die Auflagen im Februar gemacht? Die Auflagen bei all diesen Mechanismen wie EFSF, ESM etc. werden entworfen von der EU-Kommission bzw. von dieser formell eingebracht.
unterstützt von der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Und dann sind es verschiedene Gremien, die darüber beraten. Bei EFSF konkret ist es die Eurogroup Working Group, steht so im EFSF-Rahmenvertrag. Und diese Eurogroup Working Group sind die Finanzstaatssekretäre, die obersten Finanzbeamten der Staaten, die den Euro haben. Man kann sich vorstellen, wie viele Personen das sind. Oft bekommen die Leute auch noch externe Beratung. Also muss man auch die externen Berater mit in den Blick nehmen. Wer ist dafür verantwortlich, an den Auflagen, die so absehbar das griechische Gesundheitswesen so schwer getroffen haben? Dann die kleine Vertragsänderung. Wer wollte, dass die eine Verpflichtung auf die Strenge in das EU-Primärrecht kommt? Also mit einem ganz hohen rechtlichen Rang. Einem Rang, der über den universellen Menschenrechten steht, der nach Sicht der EU sogar bei den Verfassungen steht, was aber die Verfassungen längst nicht aller Staaten erlauben, aber dann zumindest vom Rang über dem universellen Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Gesundheit stehen würde. Wer wollte mit so einem Rang, auf hohen Rang, auf die, sowohl auf diese Strenge verpflichten, als auch immer neue Mechanismen, um die Banken, die Finanzstabilität des Finanzsektors abzusichern? Die Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift, die ja zum Glück noch nicht in Kraft ist, die dürfte auch einiges Aufschluss geben. Und dann, wer hat am 10.05.2010 gewollt, dass es so streng, dass die Finanz- und Wirtschaftsminister sagen, dass die Auflagen streng sein, wie beim Internationalen Währungsfonds in der Praxis sein sollen? Wir haben in dieser Anzeige uns bezogen auf ein Fachbuch von Professor Dr. Michel Chossudowski, einem Wirtschaftswissenschaftler, der sich bei Global Research in Kanada engagiert und der emeritiert ist, hat lange an der Universität von Ottawa gelehrt, wo er eine Menge Beispiele aufzeigt, was ein Übermaß an Auflagen der Internationalen Währungsfonds Staaten angetan hat. Er hat reihenweise Gesundheitswesen in Staaten zerstört. Zum Beispiel in den 90er Jahren in Osteuropa, den ehemaligen kommunistischen Staaten. Zum Beispiel in Vietnam, auch in den 90er Jahren. Sehr vielen Staaten ist das passiert. Und der Internationale Währungsfonds hat auch in vielen Staaten für Hunger gesorgt. In unserer Anzeige gegen Unbekannt gehen wir auch ein auf den Hunger in Griechenland. Gehen darauf ein, es gibt eine griechische Studie, auf die wir aufmerksam gemacht wurden, aus 2009. Die absolute Armutsgrenze wird dort beschrieben für Personen, die Miete zahlen müssen oder keine Miete und für Haushalte von 1 bis 5 Personen. Und da geht es darum, was ist das Existenzminimum, was ist die absolute Armutsgrenze für die Bedürfnisse Wohnen, Nahrung, Kleidung, Transport. Und da war für Leute, die selber ihre Miete zahlen müssen, war schon der Mindestlohn in Griechenland schon 2009 zu niedrig. Der Mindestlohn, um das abzudecken. Eine der Auflagen der Troika war, den Mindestlohn zu senken. Und es gab auch mehrere Auflagen, um die Renten in Griechenland zu senken. Dann die Lockerung des Kündigungsschutzes 2010. Jetzt 2012 Personalabbau auch im öffentlichen Dienst. Das heißt, die Zahl der Menschen, die sich nicht mehr Wohnung und Nahrung aus eigener Kraft leisten können, ist durch diese Auflagen auch gestiegen. Es ist nur schwerer festzumachen, was durch welches Auflagenpaket geschehen ist und wie viele Menschen waren vorher schon unterernährt, bevor das mit den Auflagen der Troika losging, während es im griechischen Gesundheitswesen sich klar den Auflagen Februar 2012 zuordnen lässt, weil da wirklich da ein Schwerpunkt gesetzt worden ist im griechischen Gesundheitswesen. Deswegen haben wir uns darauf bezogen. Die Anzeige gegen Unbekannt kann man auch nachlesen. Das ist auch ein Artikel, den wir auf unserem Politikblog veröffentlicht haben, zu finden. Inzwischen ist es auch durch die griechischen Medien gegangen. Und zwar auch wichtig, einerseits Menschenleben in Griechenland zu retten, das griechische Gesundheitswesen zu retten. Die Leute sollen wenigstens genug Nahrung und medizinische Versorgung haben. Denn die Menschen sind echt. Und Wirtschaftssysteme sind gesellschaftliche Fiktionen, die den Menschen auch dienen sollen. Und
Es geht uns natürlich auch darum, dass das Gleiche nicht nächstes Jahr mit dem nach Inkrafttreten der kleinen Vertragsänderungen in anderen Ländern auch passiert. Durch die Auflagen der Troika ist schon in Portugal und Irland hat man schon erheblich das Gesundheitswesen zusammengestrichen, auch wenn die Lage dort mit Griechenland noch nicht vergleichbar ist. Es geht auch um Prävention. Es geht auch, dass die Verpflichtung, bis zur Unmenschlichkeit zu gehen, diese kleine Vertragsänderung, dass sie nicht einfach so durchkommt und dass es den anderen Staaten nicht auch so ergeht wie derzeit den Griechen. Wie das Ganze jetzt weitergeht, man wird sehen, ob diese Anzeige gegen Unbekannt, da sie thematisch sich ja erheblich überschneidet mit der Anzeige von Herrn Tsangwas und seinen Kollegen, nun mit der griechischen Anzeige zusammenzufassen sein wird oder ob es zwei getrennte sind, dann ist der internationale Strafgerichtshof, wird er nur komplementär tätig, ergänzend. Das heißt, wenn die eigentlich vom räumlichen Geltungsbereich zuständigen Staaten das selbst verfolgen, insoweit wird er in der Regel nicht tätig. Aber hier ist es ja etwas, das betrifft ganz Europa. Das hat ein riesiges Ausmaß, was hier an humanitärer Katastrophe in den Staaten der Eurozone droht, durch diese kleine Vertragsänderung, die eben auf solch eine Strenge verpflichten will, so weit zu gehen, wenn es nötig erscheint, um die Finanzstabilität des Finanzsektors zu sichern, wie es derzeit die Griechen erfahren. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken von dem vielen Zuspruch, den wir bisher in Griechenland bekommen und auch aus Italien inzwischen. Was uns ganz wichtig ist, gleichzeitig sind wir auch Deutsche und es ist uns auch wichtig, dass nicht, wie es teilweise in der griechischen Öffentlichkeit vielleicht wahrgenommen wird, dass unsere Bundeskanzlerin und unser Bundesfinanzminister nicht öffentlich in den Augen der Öffentlichkeit vorverurteilt werden, sondern dass stattdessen das Ganze lückenlos aufgeklärt wird, wer ist für das Übermaß an Strenge verantwortlich, wie es in Griechenland praktiziert wird und wie man es in der kleinen Vertragsänderung für alle Staaten machen will. Und wir können uns kaum vorstellen, dass die Regierungschefs und die Finanzminister von 17 Staaten der Eurozone, dass die alle die Banken, großen Banken, so viel mehr lieb haben als ihre eigene Bevölkerung, dass sie solch eine Strenge im Zweifel ihrer eigenen Bevölkerung auferlegen wollen, nur um die Banken zu sichern. Dass sie wirklich glauben, dass die großen Banken für ihre Staaten systemrelevanter wären als das eigene Volk. Nein, das kann nicht sein. Deswegen ist es auch wichtig, externe Einflüsse genauestens zu untersuchen, auch beratende Einflüsse, insbesondere beratende Einflüsse von größeren Banken, auch genau hinzuschauen, Vertreter von Banken in den Organen, die dort entscheiden, Vertreter von Banken vielleicht in den Ministerien da genauestens hinzuschauen. Die Untersuchungen werden sicherlich eine Zeit in Anspruch nehmen. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen und mit formellen Untersuchungen bald zu beginnen, damit nicht nach und nach das Gesundheitswesen immer mehr Staaten kaputt geht. Natürlich ist es auch die Nahrungsversorgung, die betroffen ist, wenn Kündigungsschutz gelockert wird, wenn Löhne gesenkt werden, Renten gesenkt werden, Unterstützung für Langzeitarbeitslose deutlich gesenkt oder gar gestrichen wird. Selbstverständlich ist es auch das nur im Gesundheitswesen. Da braucht es Fachpersonal, da braucht es Medikamente, die produziert werden. Das kann man weniger durch Solidarität unter der Bevölkerung ausgleichen als bei der Nahrungsversorgung, wo es Tafeln gibt. Und deswegen ist da die Betroffenheit und die Gefährdung am akutesten. Es wäre toll, wenn vielleicht Leute aus Irland, aus Portugal, Rumänien oder Spanien diese Sendung hören und auch bekannt machen würden, dass es diese Anzeige gegen Unbekannt gibt. Uns ist es auch wichtig, auch die Rolle der EZB bei diesen Auflagen zu betrachten, auch die Rolle von Banken, die beratend sind. Zum Beispiel die Bank Goldman Sachs sagt ja selber, dass sie mehrere Regierungen in der Eurozone berät zur Finanzkrise. Ja, welche Ratschläge gibt sie denn? Gibt sie auch Ratschläge, wie hart die Auflagen sein sollen? Was hat es zu bedeuten, wenn der Chef der Europäischen Zentralbank gleichzeitig von Goldman Sachs kommt und wenn der italienische Regierungschef
von Goldman Sachs kommt. Und was ja Bedeutung hat es, wenn die deutsche Bundeskanzlerin von Herrn Ackermann beraten wird, der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bank. Ist er dort im Sinne der Deutschen Bank oder im International Institute of Finance möglicherweise? Oder ist er auch im Bilderberg-Vorbereitungskomitee? Bilderberg ist ein Netzwerk, wo Konzernvertreter zusammenkommen mit Medienvertretern, auch Banken sind da stark vertreten und Politikern. Und bei der Konferenz 2011 in der Schweiz war sie in St. Moritz im Juni. Das war kurz bevor Christine Lagarde zur geschäftsführenden Direktorin des IWF gewählt wurde. Sie war da. Herman van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates, war da. Zwei EU-Kommissare waren auf der Bilderberg-Konferenz. Der damalige Finanzminister von Griechenland, Herr Papakonstantinou, war da. Der damalige wie heute heutige Finanzminister von Großbritannien, Herr Osborne, war da. Der damalige Finanzminister von Italien war da. Der jetzige SPD-Kanzlerkandidat, Peer Steinbrück, auch ehemaliger deutscher Bundesfinanzminister, war da. Erstaunlicherweise nicht der amtierende deutsche Finanzminister, sondern der jetzige SPD-Kanzlerkandidat. Und die hatten zwei Tagesordnungspunkte, findet man unter bilderbergmeetings.org, die ganz klar sich auf die Finanzkrise beziehen, mit Herausforderungen zum Euro und innovative Lösungen. Und das heißt, sie haben dort über die Finanzkrise gesprochen und die Leute, die auf dieser Bilderberg-Konferenz waren, die zu befragen, was ist da besprochen worden, was ist dort besprochen worden. Bilderberg-Konferenzen sind ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen worden dazu, wie hart die Auflagen sein sollen. Auch das wäre eine Aufgabe, der sich der Internationale Strafgerichtshof annehmen sollte. Das heißt, es braucht eine Menge Zeugenbefragung und es braucht natürlich auch Einsicht in Dokumente. Und das wichtig ist auch beim Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dort ist keiner immun, selbst die Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds, die sonst straf- und haftungsrechtlich gegen so gut wie alles immun sind, selbst die müssten sich davor verantworten, selbst Regierungschefs und Präsidenten müssten sich davor verantworten. Und unser Anliegen ist es, dass das Gesundheitswesen in Griechenland gerettet wird, dass es in den anderen Staaten der Eurozone bewahrt wird, dass es aufhört, dass man Menschen in den Hunger schickt, nur um noch mehr Geld an die Banken zurückzahlen zu können. Ja, dass diese Dinge möglichst bald und lückenlos aufgeklärt werden. Und es geht ja nicht um den Euro. Es geht um die Finanzstabilität des Finanzsektors. Auch das ist jetzt nicht nur vor dem deutschen Verfassungsgericht bekannt, wie bereits seit Monaten, sondern auch das ist jetzt dem Internationalen Strafgerichtshof bekannt. Und es sind eben nicht ehrenhafte Absichten in der Form, man will die Gemeinschaftswährung retten in erster Linie, sondern wie der Gipfel 24.15.3.2011 zeigt, die Finanzstabilität ist dort definiert als Stabilität des Finanzsektors. Natürlich nicht nur Großbanken, es geht auch um große Versicherungen, die Staatsanleihen gekauft haben. Und unser Traum, unsere Vision ist, dass diese Finanzkrise, so wie es Recht und Gesetz ist, am Maßstab der Verfassung des Schuldnerlandes gelöst wird, unter einem Schuldnerland geltenden Menschenrechten, in einem fairen Kompromiss. Natürlich haben die Gläubiger ein Recht auf Eigentum, aber ein Recht auf Höchstmaß an Gesundheit einfach beiseite zu wischen, das ist auch nicht okay. Und dieses UNO-Strafrecht ist ja auch auszulegen im Sinne der Menschenrechte der UNO. Und die Menschenrechte der UNO kennen nur bei einem einzigen Artikel ein Höchstmaß ausdrücklich. Und das ist das Recht auf Gesundheit. Das heißt, wenn man sparen muss, ob man bei der Bildung spart, ob man bei der Nahrung spart, ob man bei der Wohnung spart, bei der Gesundheit darf man relativ im Vergleich zu allem anderen am wenigsten sparen. Es sind ja nicht erst wir und die griechischen Anzeigenerstatter. Im Jahr 2011 war Cephas Lomina schon in Griechenland. Das ist ein unabhängiger Experte von dem UNO-Menschenrechtsrat. Und er hat, bevor es die drastischen Einschnitte im Gesundheitswesen gab, damals ging es um Privatisierung. Und damals ging es um Kürzungen von Renten, Kürzungen, Gehälter.
da hat er schon gesagt, dass man die Finanzkrise nicht dauerhaft lösen kann, wenn man die Menschenrechte nicht berücksichtigt. Er meint natürlich die universellen Menschenrechte der UNO. Das ist ja sein Zuständigkeitsgebiet. Und das scheint bei der Troika nicht gehört worden zu sein. Er hat sich ausdrücklich an die Europäische Zentralbank, an die EU-Kommission und an den Internationalen Währungsfonds damit gewandt. Und das war bevor das im Gesundheitswesen überhaupt erst passiert ist. Wenn Sie die Anzeige nachlesen wollen, schauen Sie auf unser Politikblog. Da sind 30 Seiten, oder auch auf Netzwerk Volksentscheid, das ist auch gepostet worden, in Deutsch und in Englisch. Dort finden Sie auch die Anzeige von Herrn Zangwas und seinen Kollegen in Deutsch und in Englisch. Ja, und ich möchte Sie bitten, möglichst vielen Menschen bekannt zu machen. Wir möchten, dass der Druck der Öffentlichkeit so schnell wie möglich, weltweit, so stark wie möglich steigt, damit das aufgeklärt wird. Und es darf niemand vorverurteilt werden. Wir müssen sehen, dass man genug Leute in den Blick nimmt. Was noch wichtig ist, wie Sie uns auch unterstützen können. Es geht ja nicht nur darum, das strafrechtlich aufzuarbeiten, im Sinne von Bestrafung der Schuldigen und Abschreckung. Es geht auch darum, wir wollen durchsetzen, dass es am Maßstab der Menschenrechte und der Grundrechte gelöst wird. Meine Frau und ich haben 2 Jahre gearbeitet an insgesamt 8 Verfassungsklagen, 6 davon am 30.06. eingereicht beim Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Am 30.06. Und es gibt eine Solidarisierungsaktion auf der Seite netzwerkvolksentscheid.de, menü.esm-Klage. Bisher haben sich vor allem Deutsche solidarisiert, aber auch Italiener, auch Österreicher. Und rufen Sie dazu auf, sich mit den Verfassungsklagen zu solidarisieren. Um das Ganze wirklich einzudämmen, braucht es ganz klar insbesondere ein Verfassungsgerichtsurteil. Das Allerwichtigste, ob Sie die Staaten pleite machen oder nicht, ist nicht das Wichtigste. Das ist schlimm, wenn ein Staat pleite ist. Aber das Wichtigste ist, dass beim Staatsbankrott dieser Kompromiss gezogen wird, am Maßstab der Grundrechte, am Maßstab der Menschenrechte. Das ist der Kern von unseren 718 Seiten, was wir dort geltend machen. Es gibt auch in 2 Seiten eine Kurzzusammenfassung. Solidarisieren Sie sich auf der Internetseite. Auch das hilft, weiteren Schaden zu vermeiden. Und machen Sie die Strafanzeigen bekannt, dass viele Leute davon erfahren, dass es das gibt. Und ja, wir haben es absichtlich gegen unbekannt gemacht, damit auch wirklich lückenlos aufgeklärt wird und damit nicht in der öffentlichen Wahrnehmung irgendjemand vorverurteilt wird. Herzlichen Dank. We should be lovers. Tell me what kind of lovers we would be. Finally we should never talk together. In spite of all the sadness of my tears, my heart says itself as a story child will come and win.